immer schon gewusst. Im Geschäft aufgewachsen und bei den ganzen Vertretern immer gefragt, wer macht das, wer ist das? Und haben sie gemeint, das macht der Goldschmied. Passt, wäre ich. Dann war das schon entschieden. Also, ich habe nicht die Entscheidungsprobleme gehabt, die was viele gehabt haben, sondern ich habe das eigentlich immer schon gewusst, was ich wäre und dass es keine andere Option gibt. Jedes Schmuckstückchen ist irgendwo ein Stückchen von meiner Zeit. Und Zeit schenken ist eines der schönsten Sachen, was es gibt. Und es ist irgendwo etwas von meinen Gedanken gut dabei, wenn du Sachen entwirrst, wenn du Sachen selber machst. Das ist einfach ein Stückchen von dir. Und das Schöne einfach ist nachher, wenn du nachher Kundschaften hast und nachher irgendwo bist und du siehst nachher, wenn die deine Ohrringe anhaben oder deinen Ring und du sagst, boah, hast du gesehen, mein Schmuckstück. Und das ist das Schöne, dass du nachher einfach sagen kannst, du hast dem Menschen den Wunsch erfüllt. Schmuck ist so viel mehr wie jetzt ein bisschen Gold, ein bisschen Silber und Stein, sondern Schmuck überdauert auch in Salle. Das ist das, der Schmuck wird länger leben wie ich. Also, der wird nie überdauern. Und das ist das Schöne, dass das nicht einfach dann weg ist. Sondern der Schmuck bleibt. Der Schmuck wird vererbt. Der Schmuck eben. Der Schmuck ist da, um Geschichte zu werden. Aber dann gehe ich zu, ich bin steinreich, also ich habe ganz viele Steine. Und dann gehe ich in meine Schatzkiste, mache die auf und nachher wohle ich um mich. Und wenn ich noch einen Stein ziehe, dann weiß ich, das wird jetzt ein Anhänger, das wird jetzt ein Ring. Und dann weiß ich aber schon die Farbe und du hast schon irgendwo so etwas im Kopf. Und das geht allerdings nicht alle Tage. Also das ist so, wie jeder hat, du hast einmal so kreative Phase und fang an wollen und nachher suchst du deine Steine aus, zeichnest eine Skizze, wie das ausschauen soll, wie das werden soll und nachher machst du das. Jeder hat andere Wege, um an Sachen ranzugehen und das ist halt mein Weg, wie ich es mache und wie es mir gefällt und wie ich gut bin. Das ist mein Job und das ist das, was ich machen will. Und das hat sich seit klein auf nicht geändert, dass das ist, was mich erfüllt, was das ist, was ich machen will. Und ja, das ist es.